Hallo, du Schönheit. Wer ist denn die Süße? Das da ist Brains Verlobter aus Kanada. Das ist eine Green Card-Schnorrerin, die ist in 2 Wochen weg. Sag mal, den Aktenkoffer hatte meine Mutter mir zum 8. Sieh dir die Lappen an, die sind ja monströs. Du musst mich hier unbedingt vorstellen. Was, wie? Um sie aufzuessen? Klar doch, weil ich Zombie bin. Wir leben im 21. Jahrhundert. Toleranz ist in. Kalimadenknochen? Da ist ja mein Kätzchen. Hast du die Kiste Kubaner bekommen, die ich dir geschickt habe? Ich bin gerade beschäftigt, Daddy. Nein, warte! Ich wollte dir nur sagen, dass deine Stelle für... Nein, der Chefanklägerstuhl ist jetzt definitiv unbesetzt und da hätte ich gern dich dafür. Ich bin sehr gern hier. Wir besprechen das später. Hör mal, wenn es dir dabei um gewisse Zusatzvergütung... Verzeihen Sie bitte, Stadtrat. Wo waren wir? Ich dachte, ich fange die Rede mit einem Witz an. Was sagte mein Schwanz zu meiner linken Hand, als mir Freitagabend langweilig war? Honk, honk. Also wirklich, dieser Mann ist unschlagbar. Warum sollte ich nochmal herkommen? Sicher ist dir die gestrige Sextravaganza von Stadtrat Fitzpatrick bekannt. Immer noch geil. Jemand Interesse? Er wird seine Sozialstunden hier in der Integrationsbehörde ableisten. Mein Glückwunsch, Mark. Denn Sie werden dem nächsten Bürgermeister von New York zur Seite stehen. Wie bitte? Der nächste Bürgermeister? Aber auf jeden Fall. Ein Seelenvertrag mit einem Knochenstecher bringt die Garantie, was, Dwayne? Absolutestens. Klasse Wahlkampfspruch. Der kommt überall hin. Interessant. Was bedeutet das? Beinhaltet so ein Deal irgendeinen Plan oder eine To-Do-Liste? Das kann ich nur schwer hoffen. So viel zu den Wählerinnen. So, Leute, ich möchte euch heute gern Stadtrat Sammy Fitzpatrick vorstellen. Ich bin Stadtrat Sammy Fitzpatrick und ich bin einer von euch. Vati Fuce, sein der Kroate. Oh nein. Diese Leute dürfen alle noch gar nicht wählen. Ach, dann fickt euch doch. Au! Wow, schön ruhig. Schließlich ist das hier ein Ort des Versöhnens. Ohne Streit. Dann bin ich hier wohl im falschen Kurs. Denn dem Arsch würde ich gerne Gehirnblutung besorgen. Sie hat nur Schwierigkeiten, sich an das Leben in New York zu gewöhnen. Es ist alles gut. Gar nichts ist gut. Du hattest mir erzählt, du hast einen guten Job. Und jetzt stellt sich raus, dass du als Gebäudereiniger-Schwamm arbeitest. Hey, vereint doch einfach eure Hirnstämme und vertragt euch wieder. Oh, bitte, Mark. Seit 5 Jahren hat sie meinen Stamm nicht berührt. Ich war noch nie so froh, allein in der Welt zu sein. Nun, eine Ehe ist wie eine politische Auseinandersetzung und wie Stadtrat Fitzpatrick und sie... Woher kommt die Prostituierte? Marla und ich wollen uns heute noch einen schönen Abend machen. Ich krieg übrigens ein Kind von dir. So viel dazu. Hey, meine Erektion hat gerade einen Räumungsbefehl bekommen. Also echt, der hat den schlimmsten politischen Instinkt aller Zeiten. Und er trägt nicht mal seinen Sternbanner-Anstecker. Ach, wieso ärgere ich mich nur mit Trains Scheiß rum? Ich sollte wieder in die Hölle ziehen und für Daddy arbeiten. Dann ist endlich Ruhe. Er hat wieder die Hose ausgezogen. Das ist ein öffentlicher Park, Herr Stadtrat. Da gibt's nicht zu sehen, gar nicht zu sehen. Hunde und Penner wissen jetzt, dass das mein Revier ist. Hier zu sehen beim Auspacken von Zombie-Prostituierten in einem Video, das er selbst zur Verfügung stellte. Der Abgeordnete Fitzpatrick hat praktisch keine Zukunft mehr in der Politik. Hi, Mom. Oh. Sehr frisch. Die Sache wird sich nicht deckeln lassen. Ich werde es melden müssen. Wem melden? Dem Hohen Rat Satans. Wenn ich einen absichtlichen Seelenvertragsbruch nicht melde, dann bin ich sowas von dran. Bestrafung in der Hölle. Das klingt ja böse. Jemanden werden die Eingeweide auf dem Todesstein rausgerissen, aber nicht mir. Alles klar. Oh, Mark. Hey, Kumpel. Hallo, Mr. Lilly. Eigentlich hatte ich mich vor diesem Moment gefürchtet, aber jetzt finde ich spannend. Wollt ihr mitmachen? So kann es unmöglich weitergehen. Überlegt's euch. Ich hatte euch 2 hergebeten, weil mit eurer Ehe etwas ganz und gar nicht in Ordnung zu sein scheint. Dolores, hast du Brain vielleicht etwas zu sagen? Mir passt nicht, was du da für unseren Geschenketisch ausgesucht hast. Brain, neulich Abend habe ich zufällig Dolores... Sie halten Ihren Mund, Mark. Haben Sie verstanden? Ein einziges Wort zu meinem Mann und ich mache Sie fertig, Sie Schlange. Halt mal, du kannst meine Gedanken lesen, aber hört Brain uns dann auch? Hey, wird da etwa telepathisch über mich geredet? Er hat viel zu wenig Windungen, um uns zu hören. Auch ein Grund, warum ich ihn nicht respektiere. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr 2 beiden telepathisch über mich redet. Ach so, jetzt verstehe ich. Aber was willst du eigentlich von Randall? Er hat einen großen leeren Kopf und er will überhaupt nichts im Gegenzug. Tja, Brain,
Es dürfte ein ziemlicher Schock für dich. Wie können Sie es wagen? Viel Spaß mit der Migräne. Komm, mein Schatz, wir gehen. Oh Mann, ein bisschen mehr Haltung, ja? Sie hat mich tatsächlich beim Rat der Dämonen gemeldet. Ist das zu fassen? Ich weiß nur nicht, was das ist. Also... Karnickelarsch, Kelly. So nannten wir sie schon in der Grundschule. Herr Bürger! Oh mein Gott! Ich wachte auf. Es war überall Blut. Es war... der Wahnsinn! Extra geil! Sie meinen, Sie sind tief betroffen, denn es war furchtbar. Betroffen, ja. Genau. Ist Ihnen das gerade eingefallen? Wir haben gerade einen neuen Redenschreiber gefunden. Was, Fitzy? Absolutestens. Absolut nein. Sorry, Mark, das ist Amerika. Mehrheitsbeschluss. Okay, ich habe das Säurebad vorbereitet. Einer von euch muss ihn zerstückeln. Knobeln wir es aus? Auf keinen Fall. Zerstückle ich eine tote männliche Nutte, Twain. Jemand muss die Polizei rufen. Polizei? Oh, Gott sei Dank, er ist ein Zombie. Einen Moment. Tucker, bist du? Bitte nicht, Mr. Lilly, nicht ansehen. Ich schäme mich so schrecklich. Ich dachte ja eigentlich, damit wollten wir aufhören. Wollte ich ja auch, aber dann hat er mir einen Kabinettsposten versprochen. Allerdings einen im Bückkabinett, wenn du weißt, was ich meine. Honk! Sir, das ist ein misslungener dämonischer Pakt. Ach was. Tja, da ist wohl so einiges zwischen Ihnen zu klären. Also werde ich jetzt... Machen Sie dieser Sache schnellstens ein Ende, bevor es zu spät ist. Das werde ich auch. Lilly, jetzt assistieren Sie. Gut, in einer Woche seid ihr tot. Ich gehe Mittagessen. Los, nur zu. Mark wäscht ab jetzt die schmutzige Wäsche. Schaff dir mal ein richtiges Bike an. Ach, übrigens, zufälligerweise ist da wirklich schmutzige Wäsche zu waschen. Ach, ich liebe dich, Randall Skeffington. Ich dich auch, Dolores Nachname. Das reicht. Das reicht. Wow, absolut irre. So läuft Brainsex also. Habe ich dir das Gehirn weggeblasen? Ja. Und bei dir mache ich's auch genauso. Komm schon, ganz zart. Na schön, nicht beißen. Leonard, was tun Sie denn da? Du steigst schön auf in dieser Welt, Junge. Der große Boss ist sehr angetan. Das hier ist ein hochfluoriger Polypropylenberber. Die Infrarotspektroskopie sagt, absolut rein. Und wo sind meine Sachen? Den Flur runter. In deinem neuen Büro. Das solltest du immer bei dir tragen. Es kennt die Hölle keinen Zorn wie den der Dämonen, die ihr Eckbüro verloren hat. Sieh dich vor, Made. Oh, ich werde büßen. So, da bin ich. Wie geht's mit der Rede voran? Nur zur Erinnerung. Null Begabung bei Reden. Egal welcher Art. Mag ich bitte Sie. Sie nehmen mich auf den Arm. Ich krieg zu viel. 5 Jahre war ich Twains rechte Hand. Nach all diesen Opfern. Ein Fleck, über den man nicht hinwegsehen kann, gar keine Frage. Ist Ihnen eigentlich klar, was mit Twain passiert, wenn ich einfach mal das Telefon in die Hand nehmen würde? Ich habe schon viele kommen und gehen sehen in dieser Show. Und nur die Schwachen versagen. Sie sind viel zu stark, Kelly Madenknochen. Wie recht Sie haben. Aber sicher habe ich recht. Scheiß auf Mark, scheiß auf Twain. Es geht jetzt um Sie und um mich und um den Teppich hier unten. Danke, Leonard. Das ist... eine Erektion. Entschuldigung, das Gefühl an meinen Füßen ist so herrlich. Hallo? Kätzchen! Daddy? Das ist ja wohl gar nicht zu fassen! Ja! Fitzy vom Bürgermeister! Ja! Wird er schaffen? Absolut ist es! Wird er schaffen? Absolut ist es! Honk! 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 Woher haben Sie nur all die Leute? Zigtausend der hingebungsvollsten Satansjünger. Plus 37 Millionen aus dem Treuhänderfonds. Meine Damen und Herren, Mr. Morgan Freeman. Am Anfang war da ein Fisch und ein Traum.
Das Glitzern im Eiersack einer stolzen Mutter. Und etwas, das sie in einem Geschichtsbuch gelesen hatte. Dass in Amerika Träume wirklich wahr werden können. Erstaunlich. Ich krieg ja schon Gänsehaut. Und ich mag Fitzpatrick nicht. Keiner widersteht dem Charme eines Morgan Freeman. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun die früheren Bürgermeister von New York City und ein Mitglied von Bachmann Turner Overdrive. Wir unterstützen Sammy Fitz als den nächsten Bürgermeister. Punkt! Ja, bravo! Da, er kommt! Sie, bravo! Ja, bravo ich! Echt geil, Honk, Honk! Oh mein Gott, nein! Was drängt einen jungen Fisch, stromaufwärts zu schwimmen? Um für eine Idee zu kämpfen, die für ihn so weit entfernt zu sein scheint. Mikro aus! Mikro aus! Es hieß, ich solle mit der Erzählung aufhören, doch dazu wird es nicht kommen. Oh ja, allen wird das Erzählen irgendwann leid. Meine Ex-Frau fand es beruhigend zunächst. Dieses Loch riecht nach alten Tennisschuhen. Könnten wir vielleicht so eine Immer-Ärger-mit-Bernie-Nummer draus machen? Unwahrscheinlich, Sir. Tja, dann würde ich sagen, wir stecken in der Klemme. So, kehrt mein kleines Mädchen wieder in den Schoß der Familie zurück, hm? Ich will vor allem Twain vernichten. Du weißt, wie es läuft, Kätzchen. Du arbeitest für mich und das ist geschehen. Oh, das erste Todesurteil von meiner Kleinen. Bringt mir Knochenstecher zurück, Rat! Also, ich beabsichtige Dolores einen Antrag. Randall, jetzt hör mal. Dolores ist ein totaler Schädelgeier. Das läuft, weil sie was mit deinem Kopf vorhat. Sie will da drin leben. Honk, honk. Zu früh? Was hast du nun vom Rumlungern? Sehr schön, Kätzchen. Drei Hinrichtungen noch und wir können essen. Ich hätte mich vorher dehnen sollen. Leonard! Hey, Mark! Du gehörst zu ihnen? Nein, nein, nein. Das heißt, ja. Mein Knie! Der vierte Kreis der Hölle eröffnet nun die Verhandlung. Die Verdammten gegen Twain Knochenstecher wegen ungebührlichen Verhaltens als Dämon. Bitte sehr. Herr Anwalt. Danke, euer Ehren. Doch zuerst mal eins. Ein Riesenkompliment dieser Gerichtssaal ist sehr beängstigend. Vielen Dank. Was bedeutet es, ein Dämon zu sein? Was braucht's? Ein Herz aus Kohle. Oh. Dazu den Hass auf alle Menschen. Und zwar so tief, dass man ihn spürt. Im gespaltenen Huf. Und ich weiß eins. Es gibt in diesem Saal keinen Dämon, auch nur annähernd auf Hörnerhöhe, mit Twain Knochenstecher. Yeah, Baby. Dumme Worte, euer Ehren. Dumme Worte von einem dummen Mann. Oh ja. Mr. Knochenstecher, wie viele Seelen konnten Sie im letzten fiskalischen Dämonenjahr akquirieren? Das lässt sich wirklich schwer sagen. Eine. Von einem gewissen Anthony Viscus. Nichts weiter als eine gewöhnliche Hauskatze. Ja, ja, ja. Uns allen ist sein jüngstes Versagen wohl bekannt. Darum hier ein paar seiner anderen dubiosen Abmachungen. So, ich zeig dir meins und du zeigst mir deins, okay? Klar! Tada! Mrs. Knochenstecher, Twain hat sich wehgetan. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ach nee, kein Ding. Alles nachgewachsen. Halt, bevor Sie jetzt Nein sagen. Ja.
Erinnerst du dich, Twain? Ich war mal die süße Kleine. Sarah, nein! Da! 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 Es ist wirklich unmöglich, mit so einer Situation zu rechnen. Sie müssen 10 Minuten warten. Ich gebe Ihnen $500, wenn ich jetzt sofort einen Platz bekomme. Ich bin der braune Lava-Lover. Allerdings zeige ich Ihnen das belastendste Beweisstück hier. Nummer 1, Mark Lilly. Hey, sehen Sie doch, da sind Sie. Bitte recht freundlich. Dass Mr. Knochenstecher sich einen Ja-Sager sucht wie Mark Lilly, um sich bei seinem eigenen Tribunal von ihm vertreten zu lassen, einem Mann praktisch ohne jede Gerichtserfahrung, ist wahrlich bemerkenswert. Ich frage Sie, ist so ein Handeln einem Träger des Titels Dämon würdig und angemessen? Keine weiteren Fragen. Ich dachte eigentlich, das endet mit den Räucherfackeln und Trommeln. Ich habe mich anders entschieden. Klar, ich mache das ja erst seit 2000 Jahren. Aber du weißt es besser. Und wie fühlt sich das an, Liebling? Sehr, sehr stramm. Perfekt. Okay, ich bin neu in der Brainsex-Szene, aber was soll das? Bald ist alles vorbei. Scheiße. Sehen Sie sich das an. So arrogant und selbstsicher. Ob wir nicht mit ihr reden könnten? Vielleicht ist es noch nicht zu spät für einen Handel. Wozu? Der Fall ist abgeschlossen. Danke, Shox. Übrigens tritt er in diesem Monat im Caesar's Palace mit seiner Hawaii-Show auf. Die, wie ich hörte, wundervoll sein soll. Okay, exekutieren. Das hier ist der Dolch, mit dem ich meinen ersten Angeklagten hingerichtet habe. Und nun ist es dein Dolch. Oh, danke, Dad. Das ist sehr nett. Wir werden viel Spaß zusammen haben. Ich wünschte nur, du wärst mit einem Penis geboren worden. Hey, ich schätze, du wirst nach dem Mord hier in der Hölle bleiben, aber ich wollte sagen, es war lustig und unheimlich. Und natürlich habe ich dein Büro nicht verdient. Twain, letzte Chance. Ich will nicht hier bei meinem Dad arbeiten. Ich will nur mein altes Büro wieder haben. Null Chance. Sie können unmöglich so blöd sein. Niemand erzählt mir, wie blöd ich sein kann. Ah, Sie tun's ja wirklich. Was dachten Sie sonst, was passiert? Naja, gewöhnlich geht sonst alles gut. Oh. Denn sonst bin ich immer da, um Ihren Mist wegzuräumen. Okay. Sie können das Büro wieder haben. Mark geht zurück. Schluss mit der sexuellen Spannung. Sie hatten mit allem recht. Wie schon immer. Ich lasse die Anklage fallen. Schnell ins Krankenhaus. Er verliert viele Schlangen. Tut mir leid, Daddy. Das ist einfach nichts für mich. Ich muss zurück nach New York. Was immer dich unglücklich macht, Schatz. Wo hast du gesteckt? Das war doch nicht Dolores? Ich musste 5 Stunden Nasalfolter durchstehen. Was? Wo ist sie? In dem Schrank dort. Mit ihrem Mann. Und sie haben Sex. Dir gefallen diese fetten, nutzlosen Zombies, hä? Ich bin eben ein Schädelgeier. Oh, du machst mich ja so schwammig. Hast du das gehört, Zombie? Schwammig. Darauf fahren wir ab. Psychospiele sind das Einzige, was wir Hirne haben. Interessant, interessant. Raus aus meiner Wohnung. Du wirst immer einen besonderen Platz in meinen Basalganglien haben. Hey, hast du Hunger? Lass uns zu Basalkas und Borscht essen. Ich fühle mich so benutzt. Tut mir leid, Mann. Natürlich, jetzt tut's weh, aber es geht vorbei. Mir tut's auch leid. Mach dir keinen Kopf. Jeder dreht mal durch. Das kommt vor. Nein, nicht das. Dolores wollte, dass ich sie anpinkel. In deinem Bett. Weißt du was? Du behältst es. Oh, wirklich? Ja! Macht. Bei einigen hält sie sich nur flüchtig auf. Oh nein! Das ist vollkommen sinnlos. Bei anderen ist sie ganz zu Hause. Nur eins weiß ich genau. Mich meidet sie. Gehen Sie es ein paar Tage ruhiger an. Ihre Waschschlangenzahl ist noch nicht so hoch. Hey, ich wollte nur sagen, es tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Die Dinge haben sich genauso entwickelt, wie ich geplant hatte. Und ich gehe aus der Sache stärker denn je hervor.
Tja, bis auf die Tatsache, dass sie in den Beutel da kacken müssen. Da fällt mir ein, man muss ihn wechseln. Honk, honk.